Welt rund um Grindelwald fasziniert mich seit meiner Kindheit, wo ich jedes Jahr mit der Familie Ski- und Wanderferien verbracht habe. Ein kleines Chalet am Fuß vom Eiger war fast wie ein zweites Zuhause. Später, wo sich meine Laufbahn als Komponist abzeichnen, ist das Chalet auch zu einem Rückzugsort geworden fürs Komponieren und die Bergwälder rund um Grindelwald zu einer wichtigen Inspirationsquelle. Der Eiger hat mir also quasi über die Schulter geschaut, wenn ich da hunderte von Noten aufs Papier kritzle. Bereits vor 15 Jahren habe ich eine symphonische Skizze vom Eiger komponiert, die dann 2004 an der Interlakener Musikfestwoche uraufgeführt worden ist. Inspiriert von dem berühmten Buch «Die weiße Spinne» und der drin geschilderten Tragödie um den Toni Kurz und der deutsch-österreichischen Seilschaft, die 1936 versucht hat, den Gipfel zu erreichen, habe ich schon damals gefunden, das wäre ein spannender Opernstoff, aber sicher auch eine grosse Herausforderung. Nach mehreren Anläufen habe ich im Schriftstellerteam Kron dann einen idealen Partner fürs Libretto gefunden. Es ist bereits unsere dritte Zusammenarbeit und meines Wissens jetzt die erste Oper, die an einer Felswand handelt. Es ist eine Welt, wo Glück, Euphorie und Drama so nah beieinander sind. Währenddem das Libretto den möglichen Ablauf, wie es zu dieser Tragödie hat kommen konnte, erzählt und in einfühlsamen Dialog die Charaktere dieser vier Draufgänger zeichnet, erklingt in der Musik der Kampf mit der Schwerkraft und den Elementen. Die Musik ist also gewissermaßen die Bühne oder der Berg, wo sich die Tragödie abspielt, mit all seiner Naturgewalt und seiner Erhabenheit. Natürlich geht es ihnen wie mir, selber den Eiger zu erklimmen, kommt ihnen eher unwahrscheinlich vor. Aber ich würde mich freuen, wenn sie das Abenteuer wagen, musikalisch.